Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und das letzte Video zu der One-Hit-Wonder-Reaction. Warum sage ich immer, will ich immer Album sagen? EP von Jessique. Ich glaube, ich habe bei den letzten Videos fast jedes Mal gesagt Album, aber es ist ja eine EP. Okay, manche würden daraus ein Album machen, aber lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, wir sind beim letzten Song angekommen, Dein Mann. Ich bin gespannt, wie der dieses. Diese, ich wollte schon wieder sagen, ne? Diese geile EP beenden will. Mit was für ein Sound, mit was für ein Song. Weil ich muss bis jetzt sagen, jeder Song, klasse für sich, unfassbar geil. Ja. Ja, gut, kommen wir nachher zu. Wir gehen jetzt zu deinem Mann. Wir gehen zu deinem Mann. Wir hören uns jetzt deinen Mann an. So. Hört sich alles irgendwie falsch an. Egal, wir gehen rein. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ne, die Producer, die sehr sich da ranholt, ist unfassbar, ne? Wen hat er hier diesmal? Alex Isaac. Das ist ja, glaube ich, mit dem macht er, glaube ich, ganze Zeit Musik, ne? Den habe ich schon so oft auf ihn gehört. Okay, Palazzo. Da stand, glaube ich, wieder, ne? Ne. Okay. Aber Palazzo macht auch geile. Wenn ich den Namen richtig ausspreche, aber macht auch geile Beats. Also Real Talk, ne? Jeden, den er dabei hat, Yungmoji auch. Also muss ich ehrlich sagen, ne? Ich sag das ja ein bisschen wenig, weil ich halt viel auf den Künstler gucke. Aber eigentlich, wenn ich sage, okay, die Melodie ist geil, Beat ist geil, ne? Ist es natürlich immer ein sehr gutes Feedback an die Producer, weil es ist unfassbar, was die da für Sachen raushauen. Was ich nicht vernachlässigen will, auch gerade hier bei deinem Mann, das ist unfassbar. Ja, sie hat Trauma vom Love, sie sieht das. Jeder sie fickt, der ihr close ist, niemals. Lässt sie noch jemals so nah an sich, so wie damals mich. Ja, du weißt, Boah. hat uns beiden eine schwierige Zeit. Kann man Songs so schön machen wie der Mann? Das geht gar nicht. Warum sagst du, wir wären vereint, wenn wir beide allein sind? Ja, wenn du ehrlich bist, waren wir nie eins. Nein, ich bin nicht dein Mann. Die guten alten Gerüchte auch mal ein bisschen anzünden, ne? Auch mal ein bisschen verbreiten hier. Halleluja, hasse ich solche Menschen. Ja, wir haben das gemacht und dies gemacht und wir treffen uns auch und wir daten uns auch und dies und das und jenes. Ja, klar. Ich weiß zwar nicht, in welcher Träumewelt du lebst, aber krass. Aber finde ich geil, dass er so einen Song macht über einen One-Night-Stand. Sag mal, das meine ich nämlich so. Der Sound ist so unfassbar geil. Wenn du dann auf diese Lyrics achtest, ist das dann immer so unterschiedlich, was du dann für ein Empfinden hättest. Das ist crazy. Yeah. Du sagst, dass du mich hast, sagst, dass du mich verfluchst, doch weißt, dass du mich liebst. Du rufst mich abends an, denn ich tu dir gut. Keiner gibt dir, wie ich dir sieh. Yeah. Ja, du weißt. Einfach wie der hier reingeht, ne? Das ist so unfassbar geil. So schön. In love, nur höchstens mal im Bett.
ist ja schon wieder geil, ne? Mit Jessic wieder da rausgeht, aber wenn er das Piano wieder reinballert. Crazy. Ja, geiler Abschluss. Ich meine, ne, nicht, dass wir irgendwie hier so, dass es irgendwie eine Reihenfolge hatte, so. Aber es ist halt geil, so als letzter Song. Hat natürlich immer noch Bock auf mehr, aber es ist halt so ein richtig schöner Song zum Ende. Aber es ist auch einfach so ein richtig geiler, schöner Song, der aber nicht in diese, dieses Emotion geht, was oft bei Jessica ja ist, dass dann, ne, über so dieses diese verlorene Liebe so geht, sondern mehr um was ganz anderes so gesehen. So einfach mal die andere Seite, sag ich mal. Das ist geil irgendwie auch zu hören, ne? Deswegen gefällt mir sehr, sehr gut der Song, muss ich ehrlich sagen. Aber generell gefällt mir das ganze Album. Klar, ne, einfach weil es Jessic auch ist, muss ich einfach sagen, ne, seine Songs sind unfassbar, sein Flow ist geil, seine Beats, Melodien, die der sich da ranholt, unfassbar geil. Deswegen, also die ganze EP finde ich so, ist einfach Hammer. Es ist wirklich Hammer. Ich feiere jeden Song davon. Und wenn ich jetzt sagen müsste, welcher mein Favorite ist, also eine Top 10 gibt es hier nicht, auch wenn es perfekt dafür passen würde, gib es nicht. Weil jeder Song einfach so unfassbar geil ist. Aber Favorites, boah. Also jede Nacht auf jeden Fall. Boah, Junge, das ist schön. Nee, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Weil da wäre jede Nacht Drop It On Me, Lass Dancen, Lass Tanzen. Wie es wäre? Welches war denn nochmal? Fuck up. Ist auch verdammt geil, wäre aber nicht so auf Favorite-Dingens. Kann nicht verstehen. Auch ohne dich. Diamond Ring, Number One. Ja, eigentlich alle. So die einzigen, die ich jetzt nicht als Favorite sehe, so, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, sondern einfach, ne, dass ich die vielleicht nur zweimal pro Tag hören würde, anstatt fünfmal, wäre Lalilu, Dein Mann. Ja, das wäre. Weil wie es wäre, wäre so dieses, genau dieses Mittelding. So, aber sonst einfach so geile Songs und wie ich schon immer wieder sage, ne? Es ist so unfassbar, wie dieser Mann diesen deutschen, muss man ja wirklich sagen, diese deutsche R&B-Hoffnung ist, weil er so unfassbar geilen Sounds macht, so geile Flows raushaut und durch seine Beats einfach so viel Reichweite knallt. Von wegen, ey, ich kann auf Emotional R&B gehen, was natürlich Jessics Trumpf ist, würde ich sagen. Da macht denen keiner was vor. So, aber generell, ne, so diese Musik, das ist, für mich macht, kommt da keiner ran im deutschsprachigen Raum. Aber dass er sagen kann, okay, ich mach Deutsch? Emotionalen R&B, aber auch diesen normalen R&B, wo du zu dancen kannst, also Dance R&B. Einfach geil. Also er kann einfach switchen und es juckt einfach keinen, weil es sich beides geil anhört. Deswegen sage ich es immer wieder, dieser Mann ist so unfassbar und so geil, dass er einfach aus dem Nix diese EP rausgehauen hat. Bevor man natürlich viele Songs schon kannte, aber auch noch ein paar neue Hits. Einfach geil. 10 von 10. Habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt gerne drunter, was eure Favorites sind oder ob ihr da auch so seid wie ich und sagt, ey, was für One-Hit-Wonder. Alleine das Album zeigt, dass der kein Album, die EP zeigt, dass er kein One-Hit-Wonder ist. Meiner Meinung nach. Aber würde auch gerne eure Meinung lesen, was ihr von Jessic haltet. Und wie gesagt, die Favorite Songs. Gerne in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.